Ja, und damit hallo und willkommen. Hey Leute. Zurück zu Ark. Zu einer vielleicht etwas besonderen Folge. Oder Lisa? Ja. Eine besondere Folge. Magst du uns mitteilen, warum? Tja, liebe Leute, das hier wird erstmal die letzte. Ich sag doch erstmal. Ja, Entschuldigung. Erstmal die letzte Folge unseres Ark Let's Plays sein. Zu den Gründen gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Einer der Gründe ist, dass ich finde, dass es zwar irgendwie viel zu tun gibt, aber auch irgendwie nichts. Und zwar ist das einfach auf dem begründet, dass ich denke, dass das wirklich mehr Inhalt bietet, wenn man auf einem PvP-Server ist. Und nicht wie wir hier eine Zwei-Mann-PvE-Welt haben. Ja, oder selbst wenn man auf einem, wenn man zu viert oder zu sechs PvE ja, macht, ne? Es ist einfach so, dass. Schon was anderes. Es ist einfach so, dass dieses Spiel zu viele Möglichkeiten für zwei Personen bietet. Also man kann und muss einfach zu viel machen und alleine ist das einfach uferlos. Und teilweise haben wir einfach auch das Problem, dass wir nicht so genau wissen, was wir als nächstes machen sollen. Wenn wir uns irgendwo anders eine Base wieder aufbauen, dann fangen wir praktisch von Folge 1 wieder an, nur woanders. Und ja, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das dann mit 30 Folgen erstmal auf sich beruhen lassen. Und ich denke, 30 Folgen sind auch ein guter Schnitt. Wieso? Du kannst so nicht, Olle. Wir haben uns aber überlegt, dass wir in der letzten Folge noch mal ein kleines Feuerwerk starten. Und abgesehen unserer Dinos töten wir jetzt hier alles, was wir sehen. Richtig? Ja. So. Muss leider erstmal mein Outfit reparieren. Lisa hatte kurzzeitig die Idee, wir töten einfach alles. Aber das fand ich nicht cool. Genau genommen wollte ich nur unsere eigenen Dinos töten. Das ist ja quasi alles. Der hat gekackt, Alter. Deswegen baue ich mir jetzt erstmal was. Um hier ein bisschen noch was ranzukriegen. Was fehlt mir da jetzt? Steinpfeil. Fasern. Müssen wir da auch noch hier mehr als genug von haben irgendwo. Ich hab beim letzten Mal irgendwo 10 Millionen Fasern abgelegt. Ha! Hier. Läuft. So. Nun denn? Ich zähle mir jetzt eine neue Parina. Ach, Stroh fehlt mir auch. Wir verstehen also sozusagen euren Unmut und euren Frust darüber, aber wenn es den denn gibt. Wir müssen halt sagen, das ist halt für uns auch. Das ist gelogen, ich verstehe nicht. Nö, ach, an sich finde ich auch ganz witzig. Das Problem ist halt, wir überlegen jedes Mal, was machen wir? Was können wir Neues bringen? Außer jetzt bloß sinnlos in einer Welt rumzurennen, die wahrscheinlich schon jeder von euch kennt. Aus anderen Let's Plays oder Streams oder irgendwas. Und das ist so die große Hürde, die ich sehe. Ne? Ich habe jetzt übrigens einen Haufen Pfeile. Cool. So. Ich nehme jetzt hier alles mit, was ich haben kann, damit wir dann hier töten können, ne? Ist klar. Siehst du denn das genauso? Ja. In etwa so wie ich. Gut, dann sind wir uns schon mal dahingehend einig. Wir sind noch kurz zusammengesammelt und dann geht das los. Kein Platz mehr für Dünger, kein Platz mehr für Dünger, kein Platz mehr für Dünger. Was? Ich habe jetzt 58 Pfeile. Cool. Ich habe 25. Heißt, ich möchte gleich was töten. Problem, ich brauche erstmal Holz, damit ich hier unser Feuer wieder entfachen kann. Lisa, ich muss das Feuer erneut entfachen. Okay.
konnte er das denn überleben? Kann ich jetzt schon wieder überladen sein, Alter? Was kann ich jetzt hier wegwerfen? Eigentlich habe ich gar nichts weg. Oh, stimmt, ich hätte ablegen können. Oh, was ist jetzt hier ein Auge, Freunde? I, ein Haar. Ich hatte ein Haar im Auge. Und das trägt keinen Namen. Ich bin überladen. Wollen wir nochmal bringen? Vielleicht bringen wir nochmal. Was jetzt genau? Ich brauche Dramatik. Okay. Darfst nichts sagen. Okay. Wir lassen den Moment wirken. Was machst du denn gerade? Ich renne in Zeitlupen. Ah. Je, geh weg. Das ist mein Dino, den ich hier gerade zähme. Weg. Friss, kleiner Parina-Ersatz. Friss. So, weiter geht's. Man sieht Spock bei mir in der Kamera. Das ist ja cool. Na, Spatzel? In die Werkbank kann man ganz schön viel Scheiß reinlegen. Ja. Okay, der hat genug. Ich habe gekackt. Wenn alles in dem Spiel so akkurat wäre, wie es scheißen. Geh weg. Nein, du nicht. Du nicht. So, Lisa, meinetwegen, komm mal los. Okay. Ich bin mega schnell, ich habe alles abgelegt. Ich fange jetzt schon an zu töten. Das Bock möchte spielen. Aber immer wenn ich an seinem Seil ziehe und er zieht zurück, dann rollt mein Stuhl weg. Ja, ist so schön. Nimm mich, deine Spatze. Los, Schildi. Ich töte jetzt hier das gefährlichste Tier gleich. Hier hinten ist noch ein Triceratops. Naja. Ich will was richtig Gefährliches töten. Ich habe jetzt einen Carbonemis getötet. Folgen deaktivieren. Okay, bis dann. Hä? Die Parina, die läuft jetzt rum. Ach, die neue Parina. Ja. Achso, warte mal. Also ich habe hier noch Fleisch reingehauen. Ah ja, Essen wäre gut. Frisches. Hier, bam. Also ich habe jetzt 46 Fleisch mit. Ich will jetzt weiter töten. Dazu gehen wir jetzt. Also ich gehe jetzt auf die andere Elbseite. Okay. Wir töten natürlich nur gefährliche Dinos. Also wie zum Beispiel diese langsame Schildkröte gerade eben. Wie kann mir denn in meiner Ultra-Chitin-Rüstung kalt sein? Ich habe gerade mal in der Kamera gezeigt, wie Spock mich hier gerade antüdelt mit seinem
mit seinem Krams. Okay. Du hast gekackt. Warum kann ich das nicht reparieren? Heiß. Ach so. Reparieren. Reparieren. Und dies auch. Reparieren. Der Hund bewirft mich hier mit seinem Seil. Wen hast du denn erwischt? Brunfisch. Das ist eine scheiß Möwe. Wo bist Möwen, denn du? Ne? Ich habe meine Rüstung repariert, die leider bei meiner Flucht im Wasser kaputt gegangen ist. Von den Piranhas. Da hinten bist du. Piranhas! Ach, Spätzchen. Ich sehe dich rennen. Gleich kommt jemand. Über den freust du dich bestimmt. Was Lisa meint, wir bekommen gleich Besuch. Der hält ganz schön viel aus. Dich, mit. Was machst denn du? Ich dachte, ich schieße hier her. So eine Schildkröte an. Ah. Ich dachte, du kommst mal her, damit wir komm gemeinsam... Auch gleich her. Damit wir gemeinsam hier mal sowas Böses töten können. Was ist denn was Böses? Na, zum Beispiel so ein Carnosaurus. Oder so eine Scheiße, so ein Alligator. Und ich meine nicht den Rapper. Ach, Spätzchen. Das war übrigens Bock, Freunde. Ja. Wenn er sich mal wieder ein bisschen benachteiligt fühlt. Vernachlässigt war das Wort. Wo bist du? Im Wasser. Ich leide an akuter Sauerstoffnot. Okay. Hallo? Hier bin ich. Mir ist leider kalt. Mir ist übelst heiß. Deswegen muss ich im Wasser warten. Oh. So, ja, was? So, ja, was? Was war denn das für eine Frage, Lisa? Also, wir killen jetzt hier. Was ist denn das da hinten? Der tut uns nichts. Ich will einen Fleischfresser töten. Aha. Davon müssten hier gleich um die Ecke genug sein. Moin. Hallo. Hallo, du Dino-Wesen. Hier ist ein riesen Kackhaufen. Meinem Typen ist wieder heiß. Was sind das für. Was ist das denn hier für ein. Ein Riesenbiberdamm. Da drüben ist noch eine Boa. Ich bin mal. Da ist eine Schnecke. In dem Biberdamm ist eine seltene Blume. Cool. Ich habe eine Schnecke gefunden. Oh, oh. Okay. Hilfe. Mein Typ fährt leider. Hilfe. Wo bist denn du? Oh. Wo bist denn du? Noch ein Stück weiter. Ah, da ist es. Da, tot. 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 Die Boa ist jetzt von Insekten auseinandergenommen worden. Und ich werde jetzt von den Insekten auseinandergenommen. Alter. Ich habe gerade einen Riesenbiber getötet. Wo ist denn? Oh, vergiftet von Insekten. Ich habe leider nichts mit, was ich der Schnecke füttern könnte. Ob die Schnecke Bären isst? Um das mal festzuhalten, ich töte hier gerade alle von diesen Viechern. Diese Fliegendinger? Wieso kann ich denn die nicht sammeln? Die Monsterlibellen. Ich hab grad 8 von denen getötet. Weil das der falsche Knopf war. Cool.
Mein Typ muss mal abkühlen, aber der kriegt irgendwie auf die Ketten. Ich wollte eigentlich gerade den Biber zerlegen. Hier die Biberbrüder, weißt du? Mhm. Das Problem ist, mein Typ ist hier gerade am Sterben vor Hitze. Ich muss mal kurz den Biber hier zerflattern. Wo ist denn der jetzt? Aber was ist denn die Schnecke? Ich weiß nicht, was die Schnecke ist. Wieso willst du jetzt eine Schnecke zähmen? Die ist gerade bewusstlos. Ich nutze hier nur meine Chance. Aber ich weiß nicht, was sie essen will. Ich mach sie tot. Hat sie überhaupt was gegeben? Nein. Oh. Ich hatte die Hoffnung, dass der. Ich habe noch eine Boa gefunden. Warte, ich komme zu dir. Hey. Ja, du Kackvieh. Die Motherfucker, Drecksschwein. Achtung! Ausdauer nimmt ab. Immer wenn ich das mache, treffe ich sie nicht. Warte mal, meine Dings ist defekt. Deine was? Meine Armbrust. Oh, das ist schlecht. Ja. Du kannst sie nämlich nur an der Werkbank reparieren. Oh, oh. Ja. Was ist denn jetzt? Was greift denn sie schon wieder an? Da kam was angerannt. Ein Elefant! Oh. Alter. Du Scheißkack-Bu! What the fuck? Oh, Bären. Oh, Pfeile. So, ich muss meine Armbrust reparieren eigentlich, ne? Du bist doch bestimmt böse. Gestorben. Wir töten alles und jeden. Okay. Diese Flugviecher geben übrigens Chitin ab. Ne? Ja, das habe ich gesehen. Aber wollen wir dann erstmal nochmal zurücklaufen? Weil, ne? Wissen wir. Deine Armbrust ist kaputt und ich habe jetzt nicht mehr so viele Pfeile und naja. Ich habe noch 50. Ich nee, ich habe 6. Ich bin ein Level aufgestiegen. Oh, ich hatte vergiftet Blei. Da oben liegt was Totes. Dass die Armbrust so schnell kaputt geht, damit hätte ich es nicht gerechnet. Oh, hier ist so ein großer Federdino, der uns ganz am Anfang so viel Ärger gemacht hat. Ja, ich weiß. Und so, mit so einem habe ich gerechnet. Ich repariere schnell meine Armbrust, dann rammen wir nochmal hinter und versuchen, das Vieh zu töten. Okay. Ich sehe ihn. Ich hole mir kurz. Wir haben dieses... Na? Dieses Kack-Krokodilvieh getötet. Ja, das ist wohl wahr. Wie gesagt, ich habe noch 50 Pfeile. Du kannst gerne noch welche von mir haben. Ja, ich hack mir kurz Dingsbums und dann mache ich mir welche. Okay. Okay, ich hatte... au. Alter, diese Piranhas! Nimm das! Scheiß Piranha. Ich hasse Piranhas. Verstehe. Brauchen wir noch zu reparieren? So. Du musst die Armbrust in die Werkbank reinlegen und dort reparieren, ne? Danke, dass du das sagst. Ja, ich habe das nämlich am Anfang auch nicht so gemacht, deswegen sage ich dir. Na, ich merk's gerade. So. Paranado, du bist bestimmt ein Fleischfresser eigentlich. Ich sitze hier das alles, was ich gerade bekommen habe. Das
kriegst du jetzt, mein Großer. Verzeihung. Spock, ist gut. Also wir sind bis zu früh. Ja. Okay, Freunde, dann müssen wir an der Stelle jetzt erstmal Schluss machen. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Der Simon, der öffnet jetzt kurz die Tür. Bei uns hat es nämlich geklingelt. Das ist ein ganz famoser Abschluss. Und dann werden wir mal sehen, ob und wann wir ARK nochmal weiterspielen. Wir wünschen euch allen einen ganz wunderschönen Tag und hoffen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen werden. Leider hört der Hund nicht auf zu bellen. Ich weiß nicht, ob ihr Simon schimpfen wird, aber es ist lustig. So, geh jetzt nochmal kurz zu Simon zurück, damit wir wenigstens beieinander stehen. Und dann schauen wir mal. Genau, und dann schauen wir mal. Damit auch von meiner Seite jetzt, tut mir leid, etwas verfrüht. Vielleicht schaffen wir es noch mit dem Großen, aber es war schön mit euch bei ARK. Und wir suchen aber jetzt schon das nächste Projekt für euch. Na, guck mal. Also, genau. Ciao. Bis bald, Leute. Ciao, ciao.